Die Hilfe oben, das hat die Familie Fankhauser schon manchmal gebraucht. Gemeinsam sind sie durch mehrere Schicksalsschläge gegangen. Und an dem Ort im Trub, wo ihre Familie in der 12. Generation wohnt, ist auch viel passiert. Dort im Emmental hat sich nämlich vor vielen hundert Jahren das Schicksal der Täufer abgespielt. Und das kommt mit der Familie Fankhauser auf eine spezielle Art zusammen. Unter dem Dach des über 400-jährigen Bauernhauses von Familie Fankhauser befindet sich das einzig noch zugängliche Täuferversteck der Schweiz. Wie viel Bank braucht's? Simon und Regula erhalten dieses historische Erbe der Täufer, einer in der Schweiz im 17. und 18. Jahrhundert verfolgten Christengemeinschaft. Die Ausstellung erzählt von deren Schicksal. Lange blieb das Schicksal des damaligen Hofbesitzers Christen Fankhauser verborgen. Sie haben wahrscheinlich dann, wo die Befolgung zugenommen hat, entschieden, dass sie hier in diesem Haus ein Versteck bauen. Wir wissen einfach von der Geschichte, dass der Christen hier oben auf der Bühne gefangen genommen worden ist. Und es war im Winter, kurz vor Weihnachten, 1709, wo der Täuferjäger sich hier oben auf der Bühne versteckt hat. Hier befindet sich die Einstiegsluke zum Versteck. Die Täufer wurden verfolgt, weil sie unter anderem den Militärdienst verweigerten. Der Christ musste sich alleine vor der Familie verstecken. Das heisst, Kinder, Frau, Mägde, Knechte und Grosseltern mussten sich nicht verstecken. Das Oberhaupt einfach. Das wollten sie. Irgendwie musste man beständig ein bisschen in Angst leben. Es kann jemand kommen. Und denke, er hatte auch ein Bündel zweck, und er zweck mit diesen Waren, dass er das nehmen konnte und ins Versteck. Christen ist dann auf die Achselwald gekommen, ins Gefängnis. Dort musste er aussagen und hat niemandem verraten. Und dann ist er auf Bern, in die Insel, war dann zumal noch das Gefängnis, im Gefängnis zu Bern und wie abgewartet bis zur Deportation, die Ausschaffung nach Amerika. Die Deportation von 1710 scheiterte. Christen Fankhauser kam zurück nach Trub, konnte aber aufgrund der andauernden Täuferverfolgung nicht bleiben, musste seine Familie zurücklassen und floh in den Jura. Dort lebte und arbeitete er bis zu seinem Tod. Regula kommt als kleines Mädchen regelmäßig mit ihren Eltern ins Emmental, in ihr Ferienhaus, und lernt dort Simon kennen. Erst 1998, als sie heiraten, wird sie mit der Täufergeschichte konfrontiert. Ich habe einfach gesagt, ich bin dahinter gekommen, für eine Geburt zu heiraten, weil ich bin eine Pfarrtochter. Ich habe biblische Geschichten kennt und christliche Lieder. Also so. Aber ich habe gefunden, mit dem habe ich jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt ein neues Leben. Wir haben geheiratet und es sind Kinder gekommen. Und es ist gut so. Täufer aus Amerika besuchen immer wieder ihren Hof. Und Regula wird neugierig. Sie möchte mehr von ihnen erfahren. Mit den Amerikanern, mit denen, wenn ich noch nicht damals war, habe ich schon nicht gerechnet, als ich daher gekommen bin. Und das war auch der Ausschlag, das auch erforschen. Könntest du mir noch eine Blume bringen? Ja. Der Paul Hostetler, der die Forschung gemacht hat mit mir, hat die Bibel für mich genommen und gesagt, jetzt müssen wir zuerst in die Bibel, bevor wir irgendetwas anderes forschen. Und dann hat gesagt, alles, nur ja, nicht die Bibel. Mit dem habe ich also abgeschlossen. Ich bin jetzt Bauernfrau, das brauche ich nicht mehr. Am Anfang ist halt die Führung 14 Minuten gegangen und heute längt eine Stunde fast nicht mehr. Jetzt müssen wir noch eins, ist dann noch für die Droge. Die Forschung haben einfach die Leute eine Persönlichkeit bekommen und ein Schicksal. Und das hat mich sehr berührt, einfach zu sehen, was da gegangen ist an Menschen, die einfache Bauernleute waren, wie wir es heute sind. Und man hat es auf Leib und Leben dermaßen verfolgt. Das Schicksal der Täufer ist eine 500-jährige Lebens- und Leidensgeschichte, die berührt. Auch die Geschichte von Regula berührt. Es ist der Montag, 13. Juli 2003, als sie die Nachricht erhält, dass ihre Zwillingsschwester Simon und deren ganze Familie bei einem Autounfall in Australien ums Leben gekommen ist. Am zweiten Tag, am Dienstag, am Morgen, um 3:45 Uhr, hat mein Vater von Alaska angerufen. Yeah.
Das ist 20 Jahre her und gleich ist es gegangen mit Fisch. Als ich zu Rubin gefahren bin, habe ich wirklich den Gott so verflucht. Ich habe wirklich gesagt, wieso nimmst du mir jetzt ein? Also wieso tust du mir das an? Und dann im Auto habe ich wirklich auf die Steuerrad geknutscht, wirklich blüht nachher den Hängen. Und es war wirklich eine hundertste Sekunde, als man über das Mund zu hat. Und ich habe Jesus am Kreuz gesehen. Und das hat mich so schockiert und gleichzeitig fasziniert. Ich hatte auch mal einen Traum. Ich hatte das Gefühl, ich komme in meinem Leben gar nicht weiter. Das hat alles keinen Sinn. Und dann hatte ich einen Traum von einer Blumenzwiebel, einer Tulpenzwiebel, die wie halbiert ist. Also eine halbe Blumenzwiebel kann nicht existieren. Die ist verkrüppelt, die kann nicht normal wachsen, die ist nicht lebensfähig. Und dann habe ich wirklich intensiv Seelsorge in Anspruch genommen. 12 Jahre, nachdem die Schwester gestorben ist, habe ich nachher den Traum und gesehen, wie die Blumenzwiebel ganz ist. Und von dann konnte ich sagen, jetzt bin ich drüber, jetzt bin ich die Regula, jetzt bin ich ganz. Es folgen weitere Schicksalsschläge. 2009 muss sich Regulas älteste Tochter Deborah mit nur 9 Jahren einer Herzoperation unterziehen. Sie erholt sich gut und lebt ohne Einschränkungen. Doch im Alter von 18 Jahren folgt die nächste Schockdiagnose. Ich hatte im 18. Jahr einen Hirntumor und die Hypophyse funktioniert nicht mehr. Und ich muss jetzt alle Medikamente nehmen. Und wenn ich vor allem Stresshormone nicht nehme, dann könnte ich ins Koma fliegen. Deborah kann seither nur noch sporadisch arbeiten. Sie nimmt innerhalb kürzester Zeit wegen der Medikamente 40 Kilogramm zu. Da leide ich einfach nur noch mit. Wenn ich plötzlich bemerke, komme, ja, isst doch nicht so viel, bist schwanger, wann kommt das Kind? Am Anfang war das eine riesen Herausforderung. Und eigentlich auch ein Schock für uns, weil du hast, vorher bist du so schön schlank gewesen und blonde Engelshaare. Und einfach mit deinem Äußeren hast du noch sehr viel Selbstvertrauen gehabt. Weil du hast auch Anerkennung bekommen und plötzlich bist du ganz eine andere Person. Heute ist Deborah 24 Jahre alt. Noch in diesem Monat zieht sie in ein betreutes Wohnen in den Kanton Aargau. Dass jetzt der Wendepunkt kam, ist eigentlich meine Gebetsanhörung. Weil man wirklich gesehen, es muss ein christlicher Hintergrund sein, der dir Halt gibt, der dich dort im Glauben auch stärken und begleiten kann. Und jetzt ist es loslassen. Es ist wieder ein Zelt abbauen, es ist wieder aufs Wasser rausstehen und Gott vertrauen, dass es gut kommt. Und jetzt gehen wir diesen Schritt und schauen, was es hat und was dreht. Als es Deborah schlecht ging, sucht Regula regelmäßig diesen Ort in der Nähe des Hofes auf. Am Schicksal ihrer Tochter ist sie aber auch gewachsen. Ich habe am meisten gelernt durch Deborah. Was ist Nächstenliebe? Was ist Barmherzigkeit? Der andere höher achten als dich selber. Was du am geringsten da hast, hast du mir da. Es lehrt mich sehr viel. Und ich werde es nicht missen, aber nicht nur erst durch alles durch. Diesen Aussichtspunkt hier sucht Regula mehrmals auf, um auch die letzten Geschehnisse zu verarbeiten. Es ist in den letzten 4 Jahren so viel zusammengekommen. Zuerst hat meine Mutter Brustkrebs und dann ist mein Vater erkrankt und 5 Monate später gestorben. Eben als Erbe und die ganzen Herausforderungen mit Wohnungsräumen. Und dann sind ganz viele Sachen zusammengekommen, existenzielle Nöte von unserem Pachtbetrieb her. Und wenn es einfach zu viel ist, ist es einfach mal zu viel. Und für mich ist einfach da oben halt, ich merke, da kann ich wieder zu Gott. Es ist auch ein Weg, wieder mich aufzumachen zu ihm. Also wenn es eben irgendwie im Tal das Ganze ein bisschen dunkel wird, ich schaue zu den Bergen und denke, ja Herr, du bist so viel grösser und dann werden meine Probleme wieder kleiner. Im
Im letzten Herbst erlebt auch ihr Mann einen Schicksalsschlag. Er ist draußen mit der Motorsäge an der Arbeit. Das ist ein Bruchteil von Sekunden, als ich mich ins linke Bein gesagt und gerade wüst, Arterien verhauen. Es ist nicht lang gegangen, bin ich bewusstlos oder ohnmächtig gewesen. Und der Lehrling hat mir den Scheich abgebungen und so das Blut stoppen. Und er ist auch gerade eine Krankenschwester, die nicht per Zufall gerade vor Ort war. Und mich nachher konnte erst versorgt machen, bis die Ambulanz gekommen ist. Simon kann schnell wieder nach Hause. Doch er muss das Bein hochlagern und sich über Wochen stillhalten. Ja, ich hatte in dem Augen Bewahrung, was passiert ist. Ich habe noch in der vorderen Fußballen noch nicht gefühlt. Und Nerven gibt mir wieder ein Jahr. Es geht ganz langsam. Und da habe ich schon noch die Hoffnung, dass die kommen. Und die Therapeutin hat sich fast nicht erklären können, wie schnell das geheilt ist. Ja. Doch trotz der vielen Schicksalsschläge ist die fünfköpfige Familie auch dankbar. Hier aufzuwachsen, in diesem Haus, an diesem Ort, ist ein riesen Privileg für mich. Einfach, weil man eine Geschichte hat, weil man weiss, wo man herkommt. Man kann seine Wurzeln irgendwie sehen. Bei unserer Ausstellung gehe ich auch viel selber dadurch. Ich finde, es ist ein Segen dürfen wir hier wohnen. Und ich erzähle einfach gerne den Leuten. Und, dass es eben auch nicht nur eine schöne Geschichte ist, sondern dass es wirklich auch, viel Leid ist passiert. Trotz diesen Umständen, trotz Armut und Angst, hat man so eine Hoffnung gehabt und hat man sich so fest an Gott und am Glauben. Und das gibt auch mir wieder Mut. Oft haben Regula und ihre Familie dem Schicksal getrotzt. Das schweißt zusammen. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Schicksalsschläge sind eigentlich ein Geschenk schlussendlich. Wenn ich zurückschaue, schon nur die Todesfall von meiner Schwester der Familie, was daraus entstanden ist, dass wir zum Glauben gekommen sind, was das ganze Werk rund ums Teufel versteckt, das hat nie die Tiefe, die Tragweite bekommen, wenn das nicht passiert wäre, wenn wir nicht zum Glauben wären gekommen, Simon und ich. Ich weiss heute, unser Leben ist in Gottes Hand. Und all das, was da passiert ist, ich will es nicht missen, aber nicht noch eine machen. Aber jetzt soll Schicksalsschläge passieren. Du hast einfach einen Schatz zum Weitergeben. Es sind Erfahrungen, die dir niemand mehr nehmen kann. Die Ausstellung «Das Täuferversteck und seine Geschichte» wurde im Täuferjahr 2007 eröffnet und seither der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erst die Forschung rund um das Täuferversteck ließ das Ehepaar den Wert dieses Reliktes aus der Zeit der Christenverfolgung erkennen. 300 Jahre ist ja eine lange Zeit, aber es ist noch genau das gleiche Holz wie vor 300 Jahren. Es ist noch genau die gleiche Familie. Und wir leben eigentlich um das Gleiche, wo unser Vorfahren oder eben der Christen gelebt hat. Die haben nichts anderes gehabt als das Gleiche wie nicht. Die haben Jesus erlebt, haben Jesus kennt und für das sind sie verfolgt worden, bis auf Leib und Leben. Und das hat mich jetzt zutiefst bewegt und bewegt mich jedes Mal, auch wenn ich Führungen mache. Ich könnte ein Leben ohne Jesus kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo soll ich Halt finden? Wo soll ich Kraft bekommen? Wer kann dir Hoffnung geben? Einfach der Frieden, der Trost und einfach mein Lebenselixier.